Herzlich willkommen am 13. Oktober 2018 hier in Gundramsdorf im Barockschlösschen. Mein Name ist Nina Zimmermann-Rössler und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich entschlossen haben, hier in Gundramsdorf sich Ihr Jawort zu schenken und dass ich diejenige Standesbeamtin bin, die Ihr Jawort entgegennimmt. Heute ist für Sie beide ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist der Beginn eines neuen gemeinsamen Lebensabschnittes. Aus einem einfachen Ich und einem einfachen Du wird heute ein gemeinsames Wir. Sicher haben Sie sich auf diesen großen Augenblick vorbereitet und sind sich auch der Bedeutung des Tages bewusst. Sie haben sich zu einem der bedeutendsten Schritte Ihres Lebens entschlossen, zur Ehe. Den Bund, den Sie jetzt schließen, ist nicht nur Ausdruck der Liebe und Zuneigung zweier Menschen, sondern auch der Entschluss, gemeinsam das Leben zu meistern. Sie haben sich entschlossen, gemeinsame Ziele zu verwirklichen und in guten, aber auch in schlechten Tagen zusammenzuhalten. Sie geben sich beide heute das Ja-Wort. Dadurch bringen Sie zum Ausdruck, ich stehe zu dir, ich will dich. So wie du bist. Sie vertrauen einander, dass jeder zu seinem Jawort stehen wird. Bevor ich zum eigentlichen Teil der Eheschließung komme, möchte ich noch ein paar Worte an Sie richten. Sicher erinnern Sie sich noch gerne an die Zeit zurück, wie Sie sich kennengelernt haben. An die erste Verliebtheit, Ihr erstes Date, die Schmetterlinge im Bauch, der erste Kuss. An Ihre gemeinsam erlebte Zeit. Und heute sind Sie hier, um einander das Jawort zu schenken. Rechtlich gesehen bedeutet dies, dass Sie einen Vertrag miteinander schließen. Ganz unromantisch, ja? Und zwar zum Zweck des gegenseitigen Beistandes. So steht es im Gesetz. Sie werden heute vor Ihrer Familie, vor Ihren Freunden, ja, ich will zueinander sagen. Ja zu Ihrem Partner, den Sie von ganzem Herzen lieben, mit all seinen Vorzügen und seinen positiven Eigenschaften. Aber auch zu seinen kleinen Schwächen, die ihn gerade deshalb so liebenswert machen. Sie sagen Ja zu einer gemeinsamen Zukunft, wohin diese Sie auch führen wird. Ja, gemeinsam nicht nur die Sonnenseiten zu genießen, sondern auch füreinander da zu sein, wenn es einmal schwierig wird. Ja, Respekt voreinander zu bewahren. Ja, sich Vertrauen zu schenken und dieses nicht zu missbrauchen. Ja, sich füreinander Zeit zu nehmen und miteinander zu reden. Die Ehe ist ein großes Abenteuer. Sie wissen beide nicht, auf welche Pfade sie sie führen wird, welche Überraschungen dieses Abenteuer für sie bereithält. Aber das Wichtigste ist, dass sie dieses Abenteuer gemeinsam erleben dürfen. Die wichtigsten Eigenschaften in einer Ehe sind Liebe, Respekt, Vertrauen und eine tiefe Freundschaft. Ja, liebes Bratpaar, Sie sitzen hier beide sehr strahlend vor mir, aber auch etwas angespannt. Ich möchte Sie natürlich jetzt nicht länger warten lassen und komme jetzt zur wichtigsten Frage von heute, zum Ja-Wort.
Und dazu ersuche ich das Brautpaar, so wie die Trauzeugen, sich von den Plätzen zu erheben. So, und der Bräutigam verratet mir jetzt noch, wie ich seinen Vornamen ausspreche. Totschka. Okay, ja. Wäre ich nicht drauf gekommen. Was wir fragen Sie davor? Ja. Gut. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass nach österreichischem Recht die Ehe dadurch zustande kommt, dass Sie beide vor mir, Ihrer Standesbeamtin und Ihren Trauzeugen erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Und so frage ich Sie, lieber Dr. Kadir, wollen Sie aus eigenen und freien Willen die hier anwesende Irina Grutsch zu Ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? So antworten Sie bitte mit einem lauten und deutlichen Ja. 100-mal Ja. Okay, das hat er sehr gut gemacht. Gut, na, jetzt schauen wir noch. Eine Antwort fehlt uns noch. Und so frage ich auch Sie, liebe Irina, dort wollen Sie aus eigenen und freien Willen den hier anwesenden Dotschtar zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? So antworten auch bitte Sie mit einem lauten und deutlichen Ja. Ja. Und Kraft des mir verliehenen Gesetzes freut es mich jetzt aussprechen zu dürfen, dass Sie von nun an rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Ja, und da darf bitte jetzt ein großer Applaus nicht fehlen. Und jetzt bitte ich noch die Ringe nach vorne. Schau. Um Ihre Liebe und Verbundenheit auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, haben Sie sich wunderschöne Ringe ausgesucht. So wie der Ring keinen Anfang und kein Ende hat, wünsche auch ich Ihnen, dass auch Ihr Vertrauen zueinander sowie die Achtung und die Aufmerksamkeit füreinander unendlich sein werden. Ich bitte Sie nun gegenseitig, die Ringe als Symbol der Liebe und Verbundenheit anzustecken. So, zuerst der Mann, ja. Ja, und nun kommen wir zu einem Punkt der heutigen Trauung, den das Brautpaar ja schon vielleicht so ab und zu einmal geübt hat. Aber jetzt ist es der erste eheliche Kuss, der Brautkuss. Sie dürfen die Braut nun küssen. Ja, das Brautpaar kann gerne wieder Platz nehmen. Die Trauzeugen auch. Ja, jetzt fehlt noch die Beurkundung dieses wunderschönen Ereignisses. Anlässlich Ihrer Hochzeit wurde eine Niederschrift im Standesamt in Mödling angelegt, die ich nun auszugsweise vorlesen werde. Niederschrift über die Eheschließung. Die Verlobten, Herr Dotschka Kadir und Frau Irina Rutsch, sind zur Eheschließung am 13. Oktober 2018 vor der unterzeichneten Standesbeamtin in Gundramsdorf erschienen. Die Standesbeamtin hat die Verlobten einzeln und nacheinander befragt, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Und nach Bejahung der Frage ausgesprochen, dass sie nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Dies wurde bezeugt durch ihre Trauzeugen Christine, oh, ich habe Hohe Schlampert geschrieben, Hohensteiner, okay, und der Herr, genau. Ja. Zur Namensführung. Irina nimmt den Namen des Mannes an und heißt ab heutigen Tag Irina, dabei bleiben wir, Irina Kadir.
Ich ersuche nun das Brautpaar sowie die Trauzeugen, diese Niederschrift mit der Unterschrift zu bestätigen. Hier mit ihrem Namen und daneben unterschreibt dann ihr Mann. Okay. Vielen Dank, Dankeschön. Machen wir kurz den Platz weg. Entschuldigung, ich muss Sie da. So, ein Autogramm hier bitte. Das Brautpaar kann wieder Platz nehmen und nun die Trauzeugen. Bitte schön. Liebes Ehepaar, darf ich ja jetzt schon sagen. Sie haben nun die Ehe geschlossen. Ich persönlich finde jetzt den Begriff schließen in Zusammenhang mit der Ehe sehr unpassend, denn das klingt jetzt so nach fertig, da muss man nichts mehr tun. Ja, aber es ist genau umgekehrt. Man sollte ständig, ja täglich an der Partnerschaft arbeiten. Deshalb meine ich, heiraten ist nicht das Happy End. Es ist immer erst der Anfang. Ich persönlich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, viele gemeinsame Jahre und Jahrzehnte, in denen Sie all das verwirklichen können, was Sie sich heute so sehr erträumen und wünschen. Ich wünsche Ihnen allen heute noch einen sehr geselligen Nachmittag und Abend und darf hiermit den offiziellen Teil Ihrer Trauung beenden. Und zwar möchte ich beenden mit einem kleinen Gedicht. Dieses Gedicht gefällt mir persönlich sehr gut und ich möchte es Ihnen mitgeben für Ihre gemeinsame Zukunft. Es lautet die goldene Regel. Ich denke von dir, wie ich wünsche, dass du über mich denkst. Ich spreche von dir, wie ich möchte, dass du über mich sprichst. Ich handle dir gegenüber so, wie ich wünsche, dass du es mir gegenüber tust. Und wenn Sie sich dieses kleine Gedicht, diese Partei zum Grundprinzip machen, dann gelingt Ihnen auch dieses große Vorhaben, das man schlicht und einfach Ehe bei uns nennt. Ja, liebes Brautpaar, ich darf Ihnen Ihre Heiratsurkunden überreichen. Mrs. und Mr. Arcadia. Tiki-Taka! Ja, ja, ja! Tschüss! Tor! Danke! Bitte!